Moin, willkommen im Infokanal des ZFR der Fakultät 1 der Hochschule Bremen. In dieser Folge zeigen wir Ihnen, wie Sie das WLAN EduRoom auf Ihrem Android-Gerät einrichten können. Ab dem 01.03.23 ist nur noch die zertifikatsbasierte Anmeldung möglich. Für die Einrichtung benötigen Sie Ihren Hochschulaccount und eine funktionierende Internetverbindung. Bitte öffnen Sie auf Ihrem Android-Phone oder Tablet den Play Store. Geben Sie in der Suche EasyRoom ein. Nachdem die App gefunden wurde, wählen Sie bitte Installieren aus. Sobald die Installation abgeschlossen ist, können Sie über Öffnen die App starten. Wählen Sie bitte die Option Mit Browser anmelden aus. Auf der Where are you from-Seite geben Sie bitte in das Suchfeld Bremen ein. Achtung, manchmal schleicht sich hinter das Bremen ein Leerzeichen. Dieses bitte unbedingt löschen, ansonsten wird die Hochschule nicht angezeigt. Aus den Suchergebnissen wählen Sie nun bitte die Hochschule Bremen aus. Melden Sie sich nun bitte mit Ihrem Hochschulaccount an, gefolgt von dem Passwort. Wählen Sie bitte Neues Profil installieren aus und bestätigen Sie noch einmal. Im nächsten Schritt müssen Sie entscheiden, ob Ihr Gerät sich immer automatisch mit dem EduRoom verbinden soll, sobald dieses in Reichweite ist. Geschafft! Das war die Einrichtung. Das Zertifikat ist 6 Monate gültig. Es wird empfohlen, dies einige Tage vor Ablauf in der App zu erneuern. Sie haben die Möglichkeit, unter dem Punkt Verwaltung ein neues Zertifikat anzufordern. Sie können das alte reinstallieren oder auch widerrufen. Danke für die Aufmerksamkeit und viel Spaß mit EduRoom.